Das Team Delta 112 erreicht heute ein besonders tragischer Notruf. Ein kleines Mädchen hat einen lebensgefährlichen Stromschlag erlitten. Rettungsdienst, hallo? Ja, hallo, hier ist Veronika Brauers. Wir brauchen dringend einen Notarzt. Frau Brauers, wo sind Sie denn? Limburger Straße 33 im Restaurant La Donna. Frau Brauers, was ist denn passiert? Die kleine Lissy, die liegt hier neben einer Steckdose. Die bewegt sich nicht mehr. Frau Brauers, bleiben Sie ruhig, bleiben bei der Lissy, halten wenn möglich die Rettungswege frei. Wir sind unterwegs. Vielen Dank. Sie können jetzt auflegen. Gut. Das Sanitäterteam um Daniel Bräutigam und das Notarzteinsatzfahrzeug mit Tom Riedl an Bord sind schnell vor Ort. Sollte das Mädchen tatsächlich in die Steckdose gefasst haben, besteht akute Lebensgefahr. Je stärker und länger der Strom auf den Organismus einwirkt, desto schlimmer die Folgen. Fließt der Strom durch das Herz, kann er Herzrhythmusstörungen oder sogar Kammerflimmern auslösen. Hallo. Riedl ist mein Name. Ich bin der diensthabende Notarzt. Was ist denn passiert? Was ist denn? Legen Sie das Kind mal einmal ab. Ganz vorsichtig. Ich nehme den Kopf. Hallo, kleiner Schatz. Hat sie da irgendwie an die Stromquelle gefasst? Also die handelsübliche Steckdose hat 220 Volt. Wenn da ein Erwachsener dran fasst, reicht das durchaus aus, um den halt auch umzuwerfen. Bei kleinen Kindern ist es natürlich noch krasser. Der Strom sucht sich seinen Weg durch den Körper und das Problem dabei ist das Herz. Da das Herz gesteuert wird über eine elektrische Reizweiterleitung, die dadurch komplett durcheinander ist. Deswegen sind Rhythmusstörungen meist die Folge eines Stromschlages. Hallo, bist du wach? Lucy. Aufkleben. Wir machen jetzt einmal ein EKG dran. Ah, guck mal, da ist sie ja. Hallo. Gucken Sie mal, sie macht die Augen auf. Hallo. Alles okay. Hallo, verstehst du mich? Ja, wir machen erstmal einen Monitor. Wie heißt sie denn? Wie heißt ihr? Lucy. Hallo, Lucy. Hallo, Lucy, ich bin der Tom. Hörst du mich, Lucy? Lucy, hörst du mich? Lucy, sag mir. Ist auf jeden Fall wieder wach. Sag mir was. Sie hat ja eine kleine Wunde. Also, ich vermute. Warum ist denn der FI-Schalter nicht rausgeflogen? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat ja. Ja, ich habe eben schon mal gefragt, aber jetzt liegt sie überall noch an. Wenn der FI-Schalter auslösen würde, dann hätte das Kind auf jeden Fall weniger Verletzungen. Es wäre wahrscheinlich zu einem leichten Knall in der Steckdose gekommen. Und das kleine Mädchen hätte einen leichten Stromschlag bekommen und nicht so einen schweren, wie wir es hier gesehen haben. Hallo, kleiner Schatz. Lucy, verstehst du mich? Danach noch mal Blutdruck messen. Und erst mal eine Rhythmusdiagnostik. Hallo, tut dir was weh? Verstehst du mich? Irgendwo was hat. Ja, muss ja eben. Wenn das tatsächlich ein Stromschlag war, müssen wir auch eine ausgezogene. Nicht erschrecken, wir kleben dir mal so einen kleinen Kleber auf, ja? Dann können wir gucken, wie dein Herzchen so schlägt. Okay? Mäuschen, sag was. Sie ist auf jeden Fall wieder wach. Wir passen gut auf die Lucy, versprochen. Ja, na, ja? Da hat sie einen Austritt. Von einem Stromschlag aus. Der Strom sucht sich halt immer erstmal den nächsten Punkt, wo er raus kann. Das heißt, sie hat jetzt einen Schlag an der Hand gekriegt und logischerweise ging dann das Ganze da unten weg und im Boden rein. Extra Fistur. Gut. Also weiteres Vorgehen, ich würde dir jetzt gerne einen Zugang legen. Dann muss ich einmal einen Blutdruck haben, bitte. So, kleiner Schatz, ich muss dir mal kurz. Oh, machen wir das hier weg. Einen kleinen Zugang legen. Das tut auch gar nicht weh, nur ein ganz bisschen, versprochen. Und wir passen gut auf dich auf, ja? Ja, hier ist was. Klein einmal Desinfektion, bitte. Das wird jetzt einmal kalt am Arm. Bitte nicht erschrecken, das ist nur Desinfektionsmittel. Ja, ich würde dann vorschlagen, dass wir dann gleich in die Klinik am Südring fahren. Und ich melde uns an, ja. Genau, sie braucht auf jeden Fall noch 24 Stunden Überwachung. Es muss schnell reagiert werden, denn es wurde das EKG gestört. Man hat gesehen, es gab Extrasystolen, also extra Schläge im EKG. Auch nach 24 Stunden kann es zu einem Herzinfarkt kommen. Deshalb werden die Patienten auch nach einem Stromschlag immer im Krankenhaus mindestens für 24 Stunden dagelassen und am EKG, damit man das beobachten kann, ob die Extrasystolen auch wieder verschwinden und ob sich das EKG auch wieder regelt. Ja, ich melde uns an. Ich werde ihr jetzt einen Zugang legen. Das heißt, sie bekommt Flüssigkeit von uns. Das gibt einen kleinen Pieks und dann kommt die Nadel weg und dann kleben wir das fest. Das ist nichts Schlimmes. Das müssen wir machen, falls wir der Kleinen Medikamente geben müssen. Ja? Sind Sie damit einverstanden? Ja.
ganz ruhig. Dann gibt es jetzt einen kleinen Pieks. So, das war's schon. Einmal Fixierung bitte. Die Mutter des Mädchens hatte auch ihren Chef informiert. Der Geschäftsführer des Lokals ist vor allem wütend, dass seine Angestellte zum wiederholten Male ihre Tochter mit zur Arbeit gebracht hat. Ich habe dir schon mal gesagt, du sollst das Kind nicht mit dir hinbringen. Das ist jetzt wo soll ich mal her mit dem Kind? Die ist mal krank. Hin mit dem Kind, ich muss mich zu 100. Sie können nicht krankes Kind mitnehmen. Das heißt krankes Kind auch noch, krank ist er auch noch. Wie soll ich das denn im Gesundheitsamt sagen? Wir können einmal mal klären, wir sind hier dabei, ein Kind zu versorgen. Das ist mein Restaurant hier, ja? Bitte jetzt Ruhe. Ganz ruhig bitte. Also Sie sind die Mutter, können Sie das halten? Das Leben des kleinen Kindes. Halten Sie sich jetzt zurück, sonst lasse ich Sie von der Einsatzstelle entfernen. Also dieser Chef, der da vor Ort für so viel Stress gesorgt hat, hat für mich keine menschliche Regung an den Tag gelegt. Also mir fehlen tatsächlich die Worte, wie man einer Mutter, die wirklich Angst um das Leben ihres Kindes hat und dann halt noch dieses verletzte Kind da liegen hat, dann so einen Stress zu machen, kann ich halt nicht nachvollziehen, das verstehe ich nicht. Ich war halt auch ganz kurz davor, die Polizei anzufordern, um ihn entfernen zu lassen. Und von einem Chef, der eigentlich in Personalführung ausgebildet sein sollte, erwarte ich eigentlich ein anderes Verhalten. Jetzt ist mal, ja? Jetzt ist mal mündlich abgemahnt. Hallo, jetzt ist Ruhe hier. Schreien Sie mir nicht so Reihe. Es geht um Kind und nicht um Sie. Und nicht um Ihr Restaurant. Ist das jetzt klar? Hier geht es auch um mein Restaurant. Das Kind hat dir nichts zu suchen. Das ist ganz egal. Hier geht es um ein Kind. Ja, mir ist es aber nicht egal. Das ist doch peinlich. Wenn Sie jetzt hier weitermachen, dann rufen wir auch mal die Polizei dazu. Ist das jetzt klar? Ja, auch noch. Schön. Ja, genau. Es reicht doch jetzt. Achso, mal können Sie mal bitte hier kurz festhalten, ja? Du musst keine Angst. Setz dich mal hin. Wir haben alles im Griff. Einmal ganz ruhig. Was ist? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Also auf mich machte die Dame halt einen Eindruck, als wenn sie ziemlich ausgebrannt wäre. Im Nachhinein habe ich halt so erfahren, dass sie da ziemlich viel arbeiten muss. Und Burnout an sich ist so ein Begriff, das ist eigentlich schon eine Form der leichten Depression. Sie hat schon den Eindruck auf mich gemacht, auch wie sie dann mit dem Stress umgegangen ist, dass sie da im Moment, auf Deutsch gesagt, so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht. Deswegen werde ich das Gespräch tatsächlich mit ihr noch mal suchen. Und wir haben halt die Möglichkeit, auch psychosoziale Betreuung anzubieten. Das werden wir tun und ich hoffe, dass sie die Hilfe in Anspruch nehmen wird. Kannst du die Trage holen, ja? Ist sau eng geworden, da kommen wir auch nicht durch. Komm, wir kommen nicht durch mit der Trage. Versuchen Sie sich zu beruhigen, ganz ruhig weiter. Kannst du das hier festhalten? Ja, genau. Vorsicht, ich den Arm mal hier hin. So, ich bleib sitzen. Bis du weg bist. So. Tom? Ich hab. Ganz ruhig, versuchen Sie sich zu beruhigen. Tom? Tom? Versuchen Sie sich zu beruhigen, ganz so. Und nach vorne mit dir? Sehr gut. Das Geschäft steht an erster Stelle hier, ganz einfach. Ja, das Geschäft ist wichtiger als die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter, ist schon klar. Was habe ich mit der Gesundheit meiner Mitarbeiter zu tun? Ja, wenn ein krankes Kind hinkommt. Packen Sie mich nicht an. Ja, ja. Ich packe nicht an, ich packe aus. Und ja, ab in die Ecke jetzt. Ich spritze Ihnen jetzt ein Beruhigungsmittel. Dormicum. Ziehst du mir auf 10 auf, dass ich 1 Milligramm pro Milliliter habe? Ja. Die ist im Rettungswagen. Da sind Profis dabei, die passen auf. Versprochen. Deine Teile aber schon ganz vergessen. Der ist ja immer noch. Ich kann mir nicht den Mund verbiegen. Ja, das mal jetzt drehen Sie doch, oder? Ja, genau, dass ich 1 Milligramm pro Milliliter habe, ja? Alles okay? Ich muss dir nicht leid tun, ich muss dir selber auch die Kleinen. Oh, ja, Blutdruck ist 170. Die Dame ist natürlich maximal gestresst. Sie bekommen jetzt. Ich komme jetzt mal zu Ihnen. Können wir jetzt langsam das Restaurant räumen hier? Gleich. Wenn wir hier weg sind, dann können Sie hier diskutieren. Ich schuf der letzte Zeit hier. Ganz ruhig, ganz ruhig. Lassen Sie sich von dem Mann jetzt nicht mehr bedrängen. Okay, ein tolles Restaurant hier investieren. Ja. Warum ist denn der FI-Schalter nicht runtergefallen? Warum hat er nicht FI-Schalter? Ja, genau, FI-Schalter. Was ist das, ne? Ja. Nicht nur hier Geld scheffeln, sondern auch. Was will ich damit sagen? Ganz einfach, dass Ihre Absicherung. Hier ist alles top in Ordnung. Nee, ja? Ist es nicht. Sonst wäre nämlich der FI-Schalter rausgefallen. Warum ist dieses Licht an? Das Kind hat das eben steht, was dass gemacht. Die Kinder nichts zu suchen haben, ja? Jetzt hat da nichts zu tun. Hier ist kein Kinderspielplatz. Das muss ja nicht in der Dose rumspielen. Was ist denn, wenn Sie was in der Hand haben und auf einmal der Strom draufkommt? Ist hier noch nie was passiert. Ja, mein Mitarbeiter auch noch nicht. Dann haben Sie viel Glück gehabt. Wenn hier ein Kind rumspielt, kann ich auch nichts für. Aber das kann man auch mal untersuchen lassen. Dafür gibt es bestimmte Behörden. Ja, ne? Ja, wollen Sie das haben? Wollen Sie jetzt hier weiter so einen Aufriss machen? Ja. Ich mache überhaupt keinen Aufriss. Also ich habe gleich die Faxen dicke. Wenn der nicht gleich ruhig ist, dann holen wir die Polizei dazu.
Wir haben hier zwei Patienten zu versorgen und ich kann so einen Stressmaker hier überhaupt nicht gebrauchen. Also Ruhe jetzt oder die Polizei führt Sie ab. Ich bin kein Stressmaker. Machen Sie Ihre Arbeit, ja? Ja. Hörst du eben mit, sie bekommt 2 Milligramm Dormicum. Wir gucken erstmal, wie das wirkt, ja? So, Sie haben jetzt ein Beruhigungsmittel bekommen. Das kann so ein bisschen schwummerig im Kopf machen. Das ist ganz normal. Und jetzt ist ganz wichtig, dass Sie sich beruhigen. Ganz ruhig atmen. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Ganz langsam. Sie schaffen das ganz alleine. Wenn Sie sich beruhigt haben, dann gehen wir zum Auto und gucken mal, wie es Ihrer Tochter geht. Okay, wollen wir das so machen? Aber wie gut, ich weiß Bescheid, dann nehmen wir beide Patienten mit, dass Ehe Tochter und Mutter ist. Können wir kurz mal einen Statusbericht von dem kleinen Kind haben? Ja, leider verstanden. Ja, das Kind ist zurzeit sehr stabil. Es wurde von uns versorgt. Es hat auf jeden Fall eine Eintritts- und eine Austrittsstelle. Hat weiterhin Extrasystolen, wird aber von uns behandelt. Muss aber jetzt auch schon ins Krankenhaus. Krankenhaus weiß Bescheid, von daher sage ich jetzt dem Notarzt nur Bescheid, dann fahren wir los. Genau. Für dich ein kleines Update. Ich habe 2 Milligramm Dormicum gespritzt. Sie ist jetzt deutlich ruhiger. Gut, schön, freue ich mich. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal zum RTW, führen die beiden wieder zusammen. Problem? Ja? Der RTW, der auf dem Weg ist, ist an einer Unfallstelle vorbeigekommen. Der andere RTW bräuchte 20 Minuten, von daher müssen wir beide Patienten nehmen. Also ich würde auch vorschlagen, wir nehmen beide. Wenn das okay für dich ist. Ja, das geht ja jetzt nicht anders. Wir haben uns dann entschieden, beide Patienten in einem RTW zu fahren, weil ich ungern die Mutter vom Kind trenne. Normalerweise ist es tatsächlich so, dass ein Patient in einen RTW kommt, um halt die optimale Versorgung zu gewährleisten. In diesem Fall konnten wir da eine Ausnahme machen, da die Mutter nach Gabe des Beruhigungsmittels deutlich umgänglicher war und sich halt auch beruhigt hat. Und für den Stressfaktor des Kindes war es natürlich wichtig, dass die Mutter in der Nähe ist. Ja. Jo. Ist noch alles klar bei dir? Vorsicht, Patient geht rein. Frage kommt. Sagst du denen dann auch, dass wir mit 2 Patienten kommen, dass die Mutter noch dabei ist? Ja. Du, Lucy, wir fahren jetzt mit Blaulicht ins Krankenhaus. Und da machen wir auch ab und zu das Horn an. Das ist ein bisschen laut. Da darfst du dich nicht erschrecken. Ja, wir machen das nur, damit die anderen Autos uns Platz machen und wir schnell dahin kommen. Okay? Also Sie haben es auch jetzt. Schnallen Sie sich bitte an. Der Herr da eben, das geht ja gar nicht, oder? Also ich bin schon ziemlich schockiert, dass dieser Chef oder wer auch immer das ist, da sich so gebärdet hat. Also es sind 2 Patienten zu versorgen und in Anführungsstrichen schwer verletztes Kind und dann da Abmahnungen auszusprechen und die eh schon gestresste Mutter noch weiter zu stressen, finde ich ein Unding, unmenschlich und ich habe da eigentlich keine Worte für. Deswegen ist es wichtig, dass wir aus der Situation rauskommen. Das haben wir jetzt hingekriegt, jetzt wird es auch wieder gut und ich muss diesen Menschen nicht nochmal wiedersehen. Ich denke mal, wir sollten auch mal drauf reagieren. Wir fahren Krankenhaus, weiß Bescheid, dass hier 2 Patienten kommen, ja. Ambulanz für die Hyperventilation. Genau. Und das Kind wegen Stromschlag für die Pädiatrie. Ich danke dir. Die Ärzte wissen Bescheid. Wir können los. Wir fahren hier mit Blaulicht und Ohren. Ne? Ja, ist angemeldet. Okay. Wenger, Wenger. Gut. Danke. Im Krankenhaus wurde das Mädchen mehrere Tage beobachtet. Mittlerweile durfte es die Klinik wieder verlassen. Die Mutter wird aufgrund eines Burnouts behandelt. Sie hat ihren Job gekündigt und eine neue Stelle in Aussicht. Ihr Chef muss sich wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen in seinem Betrieb vor dem Arbeitsgericht verantworten.